Moin Leute und willkommen hier auf hoher See wieder mit dem Hammer wieder neuer Einsatz. Also, moin Leute und willkommen hier zum Szenenretter Simulator. Eine neue Folge. Ja, lange Zeit ist jetzt hier nichts gekommen, aber es ging nicht anders, denn ich hatte keine Zeit aufzunehmen und jetzt fahren wir wieder raus mit unserem schönen Kreuzer ein Schiff retten. Also wieder hier auch, wie ist einiges ist wieder Wellengang. Aber naja, überleben wir schon. Können wir mal gucken, wo sie genau sie sein soll? Ah, ist sie nördlich. Ich lasse jetzt brauchen wir ein bisschen, deswegen machen wir mal die Kamera. Im Menü. Mal auf mal 2. Nur auf mal 2, mehr machen wir nicht, nur dass es ein bisschen schneller geht wenigstens. Weil sonst brauchen wir bestimmt, bis wir da oben sind, deswegen. Ich hab nicht so viel Lust drauf, so stundenlang zu fahren. Oh, China an. Oh, man kriegt die Strömung, deswegen muss ich ein bisschen gegensteuern. Fünf Grad stehen wir ziemlich gut gegen. Haben wir hier die Ego-Kamera. So ein Ego-Modus. Wenn unser Boot fährt. Ich habe mir schon mal alles fürs Schleppen und so vor. Oi. Ich hoffe, der war ganz schön hier. Aber er macht genug Fahrt nach vorne frei, das passt schon. Ich würde sagen, wir gehen mal hier unten rein. Unten unter Deck. Unter Deck, heute halt wieder zu. Dass hier kein Wasser reinkommt. Ah, hier ist es windig, er will ich. Bei Wellengang ist es nicht gerade leicht, auf sein Handy zu kommen. Ach, mein Handy, ja gut, bleibt sie liegen. Ich würde gerne hier, ich würd gern hintergehen in den Maschinenraum, wäre cool, aber da kann man ja leider nicht. Ja, noch nicht, weiß nicht, ob man es irgendwann vielleicht mal kann, aber jetzt kann man es auch nicht. Leider. Ach, die Monitore sind wieder aus, ey, das ist ja. Grausam. Dankeschön, dass du mal angehst. Weiter geht's. Ich hab's gehört. Hab ein Suchgebiet. Eieiei, ist auf jeden Fall ganz schön Wellengang hier. Das merkt man ein bisschen. Aber das macht nichts. Suche wieder reich, würde sagen, wir machen jetzt einmal langsam. Gucken, ob wir einen finden. Gucken, ob sie uns hört. Wäre nice. Ganz gut, wenn sie blaue Lichter so an sein würden, das wäre geil. Oh. Ich habe vorhin da hinten was gesehen auf unserem Radar. Deswegen ab nach da hinten in die Richtung. Hat mich mein Radar was angezeigt da in der Ecke. Ist das vielleicht sogar die Lavita, das rechts da vorne? Nee, oder? Doch, das könnte. Es ist schwer zu sagen. Was für ein Gespritze hier.
Was für ein Gespritzer haben wir hier denn? Würde sagen, wir fangen mal hier an, am Suchgebiet hochzufahren. Grad und da war's. Was ist da links nicht sie? Da links sehe ich sie. Da ist sie doch. Okay. Ja, aber wir haben sie ja gefunden. Ah, hier, guck mal, wie wir hüpfen. Ui, gerade über die eine Welle so. Oh, das auf hoher See. Das ist echt zu erleben. Das ist bestimmt. Ui. Ich glaube, ich bringe das jetzt auch mal in die Hose. So, wusch. Wenn jetzt nicht gerade direkt Bock gebaut, dann sehen wir ein bisschen wieder so. So, wusch. Wow. Ich mit der Front da rein. Ich glaube nicht. Ui. Also es ist schon ganz schön. Uiuiuiuiui. Leute, vielleicht schneide ich die Videos auch für euch mal gucken. Mal gucken, ob ich es schaffe, die zu schneiden. Wäre cool. Vielleicht auch erst die nächste Folge mal schneiden. Ich werde die nächste Folge schneiden, ja. Die Folge nicht, die nächste Folge wird geschnitten. Auf jeden Fall. Steht schon fest. So, Pumpe übergeben. Und jetzt? Hallo? Ich würde sagen, jetzt wissen wir, dass wir nicht gegentreiben. Ich würde sagen, wir suchen mal nach Besatzung. Deswegen ab hinten ans Heck. Zu unserem kleinen Bötchen, zu unserer Verena, die Besatzung suchen fahren. Ui. Besatzung, hallo. Ei, müssen wir mal wieder dringend wegfahren. Sieht sehr schlecht aus. Bei dem Wellengang so. Das ist mit dem nächsten Wellenteil ab hinten drauf. Puh. So. Dann schleppen sie ab, so schnell. Ich sehe auch keine Person im Wasser treiben, das ist schon traurig. Auf einer Seite schnell. Ui.
Eieiei. Okay. Schnell abschleppen. Wie ist es weit? Von hier ist das denn bis mir hin? Ein paar Leute da hinten festmachen können, aber egal. Das kommt hier von hinten, das ist sehr. Von hinten hochkommen und kommst vorne wieder runter, das ist ekelhaft beim Fahren, habe ich schon mal gemerkt. Aber da war nicht so extreme Wellengang, also kann die Wellen von hinten haben und hinten hochkommen und von hinten runter, das war. Hast du halt nicht ankommen sehen, du hast halt nicht nach vorne geguckt, dann hast du nicht gesehen. Das war ein bisschen komisch. Aber ist halt so. Vorsee. Ich glaube, ich würde das Schiff probieren, mit zwei Leinen mittig zu halten. Aber naja. Da ist die Tonne. Da ist die Tonne, ich sehe sie. Tonne voraus. Wait. Das ist echt für die Position zu halten, so. Wir schaffen das schon. Ei. Die Wellen treiben uns ganz schön ab. Oh. Na gut. Ach ja, ich würde sagen, sehr schlechter Einsatz, Leute. Sehr schlechter Einsatz. So, dann damit endet die Folge hier für heute. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim nächsten vorbei. Macht's gut, bis dann und ciao, ciao.